Hallo mein Lieben, herzlich willkommen bei Sonjas Secrets. Heute geht es um das wunderbare Thema Weihnachten. Das ist ja Deko Eldorado und heute geht es darum, einen Adventskranz zu basteln. Denn ich ärgere mich total, die sind immer so schweineteuer, wenn man wirklich schön sieht. Also da sage ich, hier, ihr habt ja doch nicht mehr alle. Also machen wir den selbst. Was benötigt ihr? Ihr braucht zum einen 4 Stumpenkerzen. Dann einen Kranz. Das ist wurscht egal, ob das sowas ist. Die sind nämlich schon relativ teuer, kosten um die 20 Euro für nichte. Finde ich fast unverschämt, aber man kann ihn schwer selbst machen. Das ist wirklich schwierig, ich habe es probiert. Ihr könnt aber auch einen aus Styropor nehmen und bezieht den dann mit so einem Samtband oder mit einer Strumpfhose, einer kaputten, wickelt sie drum. Einfach, ihr müsst irgendwas haben, wo ihr es reinstecken könnt. Also ein aufblasbarer Schwimmreifen wäre schlecht. So, und dann geht ihr in eure Krusch Modeschmuckkiste, geht ihr dran und schaut, was glitzert, was glimmert, was blinkt euch an und was habt ihr lange nicht getragen und werdet das vielleicht in den nächsten paar Tagen auch nicht tun und sucht all das zusammen. Das habe ich nämlich getan. Voila! All diese großartigen Klunker und Dekoartikel haben mich angesprungen und ich bin so in dieser Farbwelt von Gold, Altgold, Rotgold, wenig Gelbgold, mehr so, naja, so grünlich gefärbtes, ein bisschen Rosé. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch ein bisschen was zugekauft, sprich sowas hier. Das sind nämlich Dekoperlen, Kostenpunkt 3 Euro, 2 Meter lang sind die. Und die dicken Dinger hier, die haben ein bisschen mehr gekostet, 3,50. Ja, aber muss man mal gucken, ob ich sie verwende. Das merkt man erst so beim Basteln. So, ich würde sagen, los geht's. Hier habe ich auch so eine Deko-Girlande. Ich habe die schon mal irgendwo an der Tür verwendet. Deswegen hängen da noch ein paar Kugeln dran. Dachte ich, wunderbar. Passt doch auch wunderbar auf unseren Adventskranz. Das lege ich jetzt einfach mal so wild hier um diesen Adventskranz rum. Oh, da laufen mir schon die ersten Kugeln weg. So, das ist auch so eine echt Glitzer, Glimmer, Plastik, Fantastik, Girlande. Und die wickel ich oder lege die eigentlich auch so ganz locker da drum, steck die fest, zieh die durch diese Laschen. Ist also alles noch keine Teufelskunst. Wickel, vielleicht kommst du mal näher, damit man sieht, was ich da Lustiges mache. So. Das ist jetzt alles ein bisschen sperrig. Ich habe mir gedacht, was sperrige Haare zäumen kann, zähmen kann, geht auch für so eine Deko-Girlande. Und nehme Haarnadeln aus meiner alten Ballettzeit und stecke das im wahrsten Sinne des Wortes damit fest. Ich könnte jetzt auch Heißkleber nehmen, aber dann ist das natürlich permanent dran, so wie meine Kugeln hier. Und man kriegt es sehr schwer wieder abgepopelt. Meistens gehen dann die Kugeln oder irgendwas geht dabei drauf und das will ich nicht. Weil man kann diesen Grundkranz ja auch jedes Jahr irgendwie anders dekorieren. Nächstes Jahr vielleicht knallebunt. Das gibt auf jeden Fall ein mega glamorous Glitzer, Prunk und Protzstück. So. Spätestens jetzt sollte man sich in Erinnerung rufen, wenn jetzt schon die erste Glitzerschicht mit so einer Glitzer-Girlande drauf ist, sollte man sich in Erinnerung rufen, ich brauche noch 4 Stellen, da müssen die Kerzen dran. Ne? Also die dann etwa muss man auch noch einplanen, nicht mal, dass man so voll donnert im Eifer des Gefechts, dass man das vergisst. So, einfach mal da drunter, wenn ihr irgendwas mit Strumpfhosen umwickelt, könnt ihr es da eben feststecken. Und in Styropor lässt sich ja eh alles wunderbar meißeln. So, jetzt hat das schon mal so ungefähr eine Form eines Kranzes, unsere Deko. Man kann es jetzt natürlich auch aufwendig mit Draht fixieren und so, brauchen wir doch nicht, ist wieder leichter abzumachen. So, jetzt habe ich hier meine Glitzerfedern in so einem Roségold. Die stecke ich jetzt an die Seite da auch einfach mal so rein und winde die so noch drüber. So, wieder. Nächstes. Die ist schon etwas zu lang. Nehmen wir so eine gelb-goldene, kleinere. Und vielleicht, Birgit, damit es kein Spielfilm wird. Ja,
lass mal den Zeitraffer anlaufen. So, die erste Schicht ist schon mal draufgedengelt. Ja. So. Punkt 2, damit wir es wirklich nicht vergessen, ich würde jetzt die Kerzen installieren, damit wir drumherum die Kugeln arrangieren können. In die Kerzen, da gibt es natürlich tolle Kerzenhalter, habe ich aber auch Haarnadeln reingesteckt. Da kann man die einfach in so ein etwas dickeres Set reinsetzen und sie gehen auch tiefer rein als mit diesen Haltern. Und ja, hier habe ich es etwas wilder ausprobiert, braucht man gar nicht. Und danach geht es weiter mit den Kugeln, die ich auch mit Haarnadeln ausgestattet habe, damit man die einfach da so reinsetzen kann. Und weiter geht's. Jetzt sind wir mit unserer Kugelverteilung schon fast fertig. Wichtig für mich ist immer, ich nehme Plastikkugeln. Die gehen einfach nicht kaputt und man hat weniger Scherereien, kann richtig drücken. Wir haben sie jetzt eigentlich alle gut verteilt. Und Romeo, was meinst du? Ha? Alles gut? Haben mittlerweile Besuch bekommen. So, sieht das gute Stück jetzt aus? Ich finde, man kann es eigentlich jetzt auch schon auf den Tisch stellen. Durchaus opulent, aber jetzt kommt ja noch der Schmuck drauf. Und das ist wirklich so ein i-Tüpfelchen. Einfach eine geile Deko-Idee, die man so nicht unbedingt findet und ein Hingucker. Und jetzt wird's dramatisch. Wir nehmen alles, was blinkt und hängen das einfach, klipsen das, das ist jetzt irgendwie so ein Ohrclips oder eine Brosche, klipsen das dran, wo es ein bisschen fest ist. So, ihr könnt nehmen, was Bling Bling macht. Je unterschiedlicher, umso besser. So, gerne auch mal so ein Kettchen hier, um eine Kerze drum. Keine Angst, die Stumpenkerzen, die wachsen nach innen, also beziehungsweise die kriegen so einen Kranz und da läuft das Wachs nicht wie bei jetzt irgendwelchen langen Kerzen runter, da müsst ihr keine Furcht haben. So, und hier. Natürlich ist mir klar, dass nicht jeder so viel Bling-Bling hat wie ich im Kleiderschrank. Aus beruflichen Gründen ist da ja so einiges an Plastik-Fantastik zusammengekommen. Aber ihr müsst ja auch nicht so einen Monsterkranz machen, wie ich den jetzt hier habe. Ja, das ist einfach für einen ganz riesigen Tisch. So, guck mal, hier eine Brosche reingesteckt. Und der Kranz, der muss ja auch nicht joggen gehen. Das heißt, der muss auch nicht so wahnsinnig fest sein. Perleketsche, wie wir Hesse sagen, fantastisch. Ums Kätzchen rum, so. Überlegt euch gut bei den Kerzen, welche ihr als erstes anzündet, weil die brennt am weitesten runter, ne? Also erster Advent. Gut überlegen, die Kerze ist es. So, hier habe ich einen Armreif reingearbeitet. So. Dass da auch irgendwas, was kaputt gegangen ist, wollte ich immer mal reparieren. Ein Ring, das setze ich jetzt einfach so dazwischen. Ist hier Platz. So, festgeklemmt. Was haben wir denn? Ach, noch so wunderbare, total echte Perle-Ohrringe. Toll. Wo kommst du denn hin? Ich sehe natürlich jetzt nicht, wie es da drüben aussieht Richtung Kamera, aber ich schätze mal, da geht noch was. Wir wollen es ja opulent haben. So. Ah ja, super, die kann man irgendwo festklipsen. Das habe ich auch noch gefunden, das ist kein Ohrring, das ist eigentlich, um im Sommer eine Tischdecke im Garten festzumachen. Aber ich dachte, farblich geht das auch. Also deswegen, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Alles, was Bling Bling ist, her damit. Nochmal ein ganz echtes Perlenkettchen. Einfach feststecken oder um die Kerze legen, dann haben wir wenigstens eine gewisse Ordnung in dem ganzen Salat. So, ach, und hier auch noch ein Goldkettchen
um die Kerze drum. Wichtig, die Kerzen müssen echt fest sitzen, sonst habt ihr nachher noch die Feuerwehr bei euch zu Hause, dass die nicht umfallen. Hier, das kann man feststecken mit der Haarnadel. So. Natürlich sollte man den Schmuck nicht mit dem Heißkleber festkleben. Wo kommst du hin? Guck mal, da ist ja noch schrecklich leer. Gähnende Leere wie bei armen Leuten. Das wollen wir natürlich nicht. So. Hier habe ich noch Haarspangen. Ein bisschen unorthodox. Ach, wisst ihr was? Lassen wir weg. Sind wir doch ein bisschen traditionell, was Weihnachten angeht. So. Wo ist noch Bling Bling? Ach, hier habe ich noch so echte Federn. Die finde ich toll, wenn die dann irgendwo noch so rausgucken. Möglichst weit weg natürlich auch wieder von den Kerzen. Weil dann das gibt dem Ganzen noch so eine Weichheit. Es ist immer schön, wenn das Material gebrochen wird. Also beziehungsweise, wenn man das dann irgendwie noch ein bisschen auflockert. Birgit, sieht's gut aus? Ich sehe ja nicht, wie es da aussieht. Super. Okay, dann bin ich glücklich, wenn du das sagst. So, einfach reinstecken. Ups, ey, jetzt ist das losgegangen. So, komm her. Ihr wird nicht gemuckt. Macht, was die Kraus sagt. So, ich glaube, ich habe jetzt heute schon fast keinen Platz mehr auf meinem Bling Bling Ding. Aber es wird jetzt hier einfach hemmungslos dran gesteckt. Und es macht richtig Spaß. Und vor allen Dingen, ich meine, wenn ihr mal so ein Schmuckstück braucht, dann nehmt es halt vom Adventskranz runter. So, und ich glaube, wir sind dann auch gleich fertig. Und bitte. Romeo schnurrt und ich auch, denn dieser Kranz ist so bling bling. Es ist vollbracht. Ja, das Schatzkästchen ist jetzt auf dem Adventskranz. Zeit der Besinnlichkeit. Mhm. Aber einfach wunderschön anzuschauen. Ich drehe ihn mal von allen Seiten. Ja, und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachbasteln, wenn ihr nicht so viel Modeschmuck habt. Dann ganz einfach einen kleineren Kranz nehmen und schreibt mir mal, wie es geklappt hat. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Tschüss, beim nächsten Mal bei Sonja Secrets. Mua.